Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss für die Tux Tage 2023. Dieses Mal geht es um die Dodger Tools. Das sind Werkzeuge für Linux Nutzer und Administratoren mit sehr vielen Einzelteilen, Skripten, Modulen, die ich jetzt schon seit äh, ja doch einiger Zeit immer mal wieder veröffentliche und äh, da gucken wir gleich mal rein, was es da so alles gibt für Dinge, die in diesem Video noch kommen werden, brauchen wir die Dodger Tools. Die Dodger Tools sind eine ja über die Jahre stetig erweiterte Sammlung von Bash Skripten und Debian Paketen für ja eigentlich alle Linux, insbesondere Ubuntu, Debian, Linux Mint Nutzer und Administratoren die ich über verschiedene Jahre mal gemacht habe und wo ich mir einfach mal dachte, das ist praktisch auch für andere. Also ich habe diese einzelnen Skripte, die ich gebaut habe, immer für mich selbst benutzt und zum Teil habe ich die jetzt eben geöffnet und die findet ihr in den Dodger Tools. Dabei sind zum Beispiel Werkzeuge zum Erstellen von Debian-Paketen und Paketquellen. Skripte zum automatisierten Aktualisieren von Servern, intelligentes Editieren von Dateien, so dass ihr dann sagen könnt, ja, wenn diese Zeile vorhanden ist, dann füge darauf folgend Folgendes ein, wenn es noch nicht vorhanden ist und all solche Dinge. Damit das Ganze relativ einfach zu installieren ist, habe ich so ein Skript vorbereitet, was ihr eben runterladen könnt. Die URL steht auch da drin. Das ganze Skript ladet ihr nach. TMP zum Beispiel herunter und dann mit WGET könnt ihr es eben über die UI runterladen und dann führt ihr dieses Skript mit Routrechten aus. Damit werden ein paar Dinge eingerichtet, also der Signaturschlüssel wird importiert, damit auch überprüft wird, dass diese Pakete auch wirklich von mir kommen. Dann wird eine zusätzliche Paketquellenliste angelegt. Damit über apt das Paketverwaltungssystem von Debian und Ubuntu diese Pakete, die es bei mir in diesem Dodger Tools Repository gibt, auch heruntergeladen werden können, und das Hauptpaket Dodger Tools wird eben auch gleich noch mit installiert. Es gibt relativ viele einzelne Skripte in meinen Dodger Tools drin, die nenne ich hier Module und je nachdem, welche Module ihr davon benutzen möchtet oder was ich hier auch in diesem Video vorstelle, braucht ihr mehr oder weniger von diesen Abhängigkeiten die in einem Modul nicht automatisch mit installiert werden. Wenn es in einem Modul zum Beispiel um Audiokompression geht, dann wird vielleicht der Ogg-Encoder für das Ogg-Audioformat benötigt. Und wenn ihr dieses Modul ausführt, dann werdet ihr eben darauf hingewiesen, dass dieser Ogg-Encoder -Enc nicht installiert ist und dass das Skript deswegen nicht ausgeführt werden kann. Und wenn ihr jetzt einfach alles mit installieren wollt, dann macht das über apt-get install minus y dodger tools minus minus install minus suggests. Ja, genau damit kriegt ihr wirklich alles mit. Da wird eine Menge bei sein, was ihr wahrscheinlich niemals benutzen werdet. Aber dann habt ihr schon mal alles da oder ihr probiert die einzelnen Module aus und installiert per halt die Abhängigkeiten. Nachdem euch der Vergangenheitshauke erzählt hat, was das überhaupt so grob ist, die Dodger Tools, und wie ihr die bei euch installieren könnt, kommen wir zurück zum Gegenwartshauke. Und ähm, ja, das Ganze ist in Module und Modulkategorien aufgeteilt. Wir haben da ein relativ einfaches Namensschema. also mit DT fangen diese Skripte, die Module, die ihr ausführen könnt, immer an. Dann kommt ein Unterstrich, dann kommt der Name der Kategorie. Und ähm, eventuell noch eine Unterkategorie und dann der eigentliche Modulname. Bei diesen Kategorien gibt es sowas wie Back für Backups, DB für Datenbanken, DEP für Dinge, die mit Debian-Paketen zusammenhängen, also Paketmanagement unter Debian oder auch Pakete bauen, das fällt alles da rein. Dann Doc für Dokumente oder Dokumentennachbearbeitung, Generation von Dokumenten und so weiter und so fort. Dann haben wir Edit, Bearbeitung von Textdateien, Textkonfigurationsdateien, GFX für Grafik, HLP für ja, allgemeine Hilfsprogramme, die ich jetzt in so eine andere Kategorie nicht so gut reingekriegt habe, wo ich nicht wusste, wohin damit. Das ist denn HLP oder so kleine Helferprogramme, Module ja die für anderes irgendwie praktisch sind dann haben wir info damit kann man informationen aus dem system gewinnen also alles mögliche auslesen systemstatus und so weiter monitor da sind monitoring module drin womit wir den status des systems überwachen können ob da irgendwas ausgefallen ist net für netzwerkdinge sf für sourceforge sys für systemdinge die sehr Systematisch sind ja ähm, VM für Virtualisierung X2Go für Sachen für X2Go. Das ist sowas wie RDP, also dass man auf entfernte Systeme zugreifen kann. Also, das hier sind die ganzen Kategorien, in die die Dodger Tools Module einsortiert sind, damit man die leichter wiederfindet oder damit man, wenn man ähm, ja vielleicht irgendwie ein Dokument bearbeiten möchte dass man denn schon mal guckt in dieser Kategorie und dann äh, gucken kann was es gibt es da denn noch und genauso wie bei den anderen Sachen hier bei edit da gibt es verschiedene Editierungsmodule um dies und jenes und welches zu tun ja genau aber es gibt neben den Modulen auch Dodger Tools Pakete. Das sind eher umfangreichere äh, Dinge. Also, Module sind relativ klein gehalten. Und äh, Pakete, die könnt ihr nachinstallieren, wenn ihr die haben wollt. Da gibt es auch nochmal weitere. Sowas wie Unzip All. Damit kann man alle ZIP-Dateien in einem Verzeichnis entpacken. Dir verschiebt alle Dateien aus allen Unterverzeichnissen in das aktuelle Verzeichnis und fügt dabei den Unterverzeichnisnamen in den Dateinamen ein. Also, ihr, ihr habt da verschiedene Verzeichnisse, da liegen Dateien drin und damit alles wirklich in das Verzeichnis, von dem ihr das aus aufruft hineingezogen wird, wird jeder Dateiname so angepasst, dass er auch den Namen des Unterverzeichnisses noch enthält. Das gucken wir uns sinnvollerweise doch mal an, denn die Erklärung ist irgendwie eher verwirrend, merke ich gerade. Das ist jetzt kein Modul, das ist ein Paket, was in dem Deutsche Tools Repo drin ist und was ihr nachinstallieren könnt. Und hier unter dem Linux Mint mache ich das so über sudo apt install. Einmal blind tippen. So, brauche ich ein Passwort dafür. Und darüber installiere ich dieses Paket nach. So. Und wenn ich mir jetzt ein Verzeichnis anlege, ähm, Testdürre. So. Und jetzt habe ich hier erstmal nichts drin. Ich mache mir ein Verzeichnis 1, ein Verzeichnis 2. Und ähm, ich möchte. Im verzeichnis 1 eine datei a haben und da schreibe ich einfach bloß ein x rein a b und in 2 möchte ich c und d haben jetzt habe ich hier so eine verzeichnisstruktur also verzeichnis 2 mit zwei dateien verzeichnis 1 hier mit ähm, ja mit den beiden und wenn ich jetzt hier mache flatten dir dann habe ich jetzt hier diese Dateien. Also, dann gibt es keine Verzeichnisse mehr. Dann habe ich jetzt hier Dateien, die sich zusammensetzen aus dem ursprünglichen Verzeichnisnamen und dem Dateinamen getrennt durch einen Unterstrich. Und das liegt alles in dem Verzeichnis, wo ich Flatten-Dir aufrufe. Also, ich, ich klopfe die Verzeichnisstruktur damit äh, flach. Ja, also, da kommt der Name auch her: Flatten-Flach. Ja, also dafür ist das denn da. Für einige Sachen kann das manchmal praktisch sein, aber ja, je nachdem müsst ihr wissen. Aber für andere Sachen ist das auch totaler Quatsch, da braucht man es nicht. Ja, sehr viele Speziallösungen, die es in den Deutsche Tools gibt, beziehungsweise in den Programmen, die es noch zum Nachinstallieren Paketen gibt. Dann haben wir hier EasyFE, eine einfache Firewall, mit der man alle eingehenden Verbindungen unterbrechen kann. Das kann man an und ausmachen. Dann gibt es BGET, damit kann man Dateien herunterladen von Webservern. Und die äh, URLs, die abgegrast werden, da kann man dann sagen, naja, von der Nummer ähm, 1 bis 100 lade mir diese Dateien herunter. Also keine Ahnung, 1-Zip, 2-Zip, 3-Zip und so weiter. Also quasi so ein relativ einfacher Download-Manager, der seine... URLs selbst generiert, anhand von einem Schema. Mit Tor-Forced Users kann man dafür sorgen, dass die Verbindungen, die von einem Benutzer von dem lokalen System, worauf man sich befindet, immer durch das Tor-Netzwerk durchgeleitet werden. Also wenn man jetzt vielleicht auf die Idee kommt, dass man eine Software ausführen möchte, der man nicht so hundertprozentig traut, aber man braucht sie halt doch aus diversen gründen dann kann man das so machen dann führt man die unter einem speziellen benutzer aus und über dieses paket legt man denn fest dass die Verbindungen wirklich bloß übers tor-netzwerk nach draußen dürfen das hat den ähm, äh, ja vorteil dass die gegenstelle also der server von der gegenseite nicht wirklich weiß wo ihr seid und ähm, das kann für euch ein Sicherheitsgewinn sein, je nachdem, was ihr damit macht. Dann gibt es hier noch SSCP ohne Speichern. Das ist einmal SSH und SCP. Das sind... Einfache äh, Rapper quasi um SCP und SSH, die nicht nach dem Fingerabdruck von der Gegenseite fragen, äh, wenn ihr euch das erste Mal mit einem System verbunden habt. Also das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr euch mit SSH auf einem neuen Server verbindet, dann kommt da so eine Abfrage, naja, dieser, dieser Fingerabdruck, so ein Buchstaben-Zahlencode. Ähm, den möchte man jetzt doch gerne mal verifizieren, weil das System äh, unbekannt ist auf der Gegenseite und über dieses, was da drin ist, diesen Wrapper, wird das deaktiviert. Also für solche Sachen, wo ihr relativ schnell mal eine neue ähm, IP habt, wenn ihr ein Raspberry Pi im Netz mal reinschmeißt, mal kurz was ausprobiert und den hinterher wieder wegwerft. Also natürlich nicht ein Pi, sondern das installierte System da drauf. Und dass ihr dann eine relativ schnelle Rotation habt bei den IP-Adressen, dass ihr die auch wiederverwendet. Ne? Also im lokalen Netz zum Testen oder auch für Virtualisierungsaufgaben, wenn ihr schnell eine virtuelle Maschine hochzieht, lokal wiederum, denn man mit SCP ein Skript drauf kopieren möchtet. Ja, und dann kommt jedes Mal diese Frage: Oh, das System kennen wir nicht und was sollen wir da jetzt machen? Und das macht das Leben ein bisschen einfacher. Natürlich nicht für. Produktivsysteme, die sich eigentlich nie ändern sollten, verwenden, sondern wirklich bloß für Tests. Und weiterer Vorteil dabei ist, auch in die Known-Host-Datei wird nichts eingetragen, jedenfalls nicht in eure offizielle, so dass auch nicht gejammert wird von SSH oder SCP, wenn sich die Gegenseite geändert haben sollte. Dann habe ich hier Gain-Scripts, damit kann man die Lautstärke von MP3s so ein bisschen anpassen, also auch die Unterschiede zwischen linken und rechten Kanal äh, anpassen, damit da nicht so viel Unterschied ist. Da habe ich schon mal eine Folge zu gemacht, wie man Hörspiele so anpasst, dass sie sich auch auf einem Ohr äh, noch ganz gut anhören, sodass man da dann nichts verpasst, wenn einer bloß auf der einen Seite redet und auf der anderen denn gar nicht. So, das kommt bei einigen Hörspielen vor. Und damit werden die Unterschiede. Sehr minimal und ihr könnt auch die Gesamtlautstärke von dem Ganzen anpassen. Dann haben wir noch Home in Lux Container. Damit legt ihr einen neuen Benutzer an und ähm, die Informationen, die ihr normalerweise unter Home Schrägstrich, ähm, euer Benutzername drin habt, die werden in einen Lux-Container abgelegt. Also das ist ein verschlüsselter Container, der auf der Platte abgelegt wird oder auf der SSD natürlich. Und ähm, die Informationen werden physikalisch auf der Platte nicht unverschlüsselt abgelegt. Das ist so eine Variante, die ihr wählen könnt, wenn entweder euer ganzes System nicht verschlüsselt ist oder ihr für spezielle Benutzer nochmal eine extra Verschlüsselung haben wollt. Und das Ganze mit aktueller Lux Verschlüsselung. Und nicht, was es äh, vorher mal gab, ecryptfs, ähm, was sehr unsicher war. Und wenn ihr euch am System mit einem Benutzer anmeldet, für den ihr das eingerichtet habt, dann wird dieser Lux-Container auch sofort entsperrt. Denn das Passwort ist genau dasselbe wie auch bei der Benutzeranmeldung. Also von daher solltet ihr ja schon was Sicheres wählen. Dann haben wir noch dt APT. Damit werden zu speziellen Uhrzeiten automatisch Cron-Jobs gestartet, die das System aktualisieren. Das gibt dieses grundlegende Cron-APT. Das ähm, ja, ist bei Debian, Ubuntu, Linux Mint schon mit dabei. Kann man installieren aber das möchte doch so ein bisschen konfiguriert werden und das Paket dtcron apt macht das für euch ein bisschen einfacher, indem dort abgefragt wird, zu welcher Uhrzeit soll das ganze gestartet werden und möchtest du über eine E-Mail-Adresse benachrichtigt werden, wenn dann Update gelaufen ist und so weiter. Also es macht es für euch einfacher, auch wenn ihr cron apt direkt so benutzen könnt, wenn ihr das möchtet. Dann DM Tools, das sind verschiedene ja, einzelne Skripte, Werkzeuge zum Anlegen und Öffnen von verschlüsselten Laufwerken, überwiegend für Lux jetzt, aber der Name DM, das kommt noch von dem Device Mapper von früher, DM Krypt. Darüber läuft das quasi immer noch, aber Lux, denke ich mal, ist eher so das prominentere Beispiel, was man jetzt kennt. Und da sind verschiedene Werkzeuge dafür, die euch das Leben ein bisschen einfacher machen, die. Praktische Voreinstellungen schon mal wählen für euch, dass ihr nicht jeden Parameter per Hand anpassen müsst. Ja, genau. Und das legt Container an oder verschlüsselte Partitionen, öffnet die und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt noch ein Paket, mit dem ihr einen Raspberry Pi in einen WLAN Access Point verwandeln könnt. Und das nimmt euch wiederum eine Menge Konfigurationsarbeit ab. Ja, ein einfacher Dialog kommt denn dann, wie soll der Access Point heißen, Passwort eingeben und ich glaube noch ein paar andere Parameter, die ihr denn da eingebt. Und dann wird die Software installiert, die ihr dafür braucht. Und das wird auch alles eingerichtet. Also, dass ihr deutlich weniger Arbeit habt, als wenn ihr das per Hand macht. Ja, also das wären jetzt so ein paar Beispiele hier für Pakete was in Dodger Tools so drin ist und ähm, die könnt ihr einzeln installieren, je nachdem wie ihr das denn gerne haben möchtet oder ihr lasst die weg und verwendet bloß hier die Module aus den Kategorien. Nachdem ich jetzt ja sehr viel einfach mal so gezeigt habe, nur auf Folien, gucken wir uns das Ganze auch noch mal in echt an. Ich habe hier so eine virtuelle Maschine, wo die Dodger Tools schon installiert sind. Und dann gucken wir einmal mit d minus t, also nicht dt Unterstrich, sondern d minus t zusammengeschrieben, was es so alles gibt. Und ähm, das ist eine ganze Menge. Also hier sind die einzelnen Modulnamen, also äh, einzelne Skripte, und danach kommt die kurze Beschreibung, was das Ganze macht. So, und wenn wir uns jetzt mal was raus gucken oder ich mache das einmal anders. Ich mache jetzt hier DT unterstrich Tabulator Tabulator-Taste. Dann bekomme ich hier ja die Möglichkeit, diesen Anfang, den ich eingetippt habe, zu ergänzen oder mir eine Liste zu holen. Also es gibt 118 Möglichkeiten, wie es danach weitergehen könnte. Also da schaue ich mir auch mal an Y und da bekomme ich jetzt wiederum so eine Liste mit den Modulen, aber diesmal auf Ebene von ähm, dem Dateisystem. Also, das macht die Bash für mich. Und mit der Leertaste kann ich immer um so eine Seite weiterblättern. Wenn ich jetzt gucken möchte, zum Beispiel im Bereich Info, also IN reicht schon hier, also oder I reicht sogar schon, Tabulator und dann wird es ergänzt. Und jetzt ist es wiederum nicht eindeutig, wenn ich jetzt hier wiederum Tabulator, Tabulator-Taste drücke, dann habe ich hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 5 verschiedene Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Zum Beispiel hier DT Info Free Space. Wenn ich das einmal wegschmeiße und hier Kopieren einfügen mache, dann bekomme ich hier ähm, ja, 29.907. 50 Megabyte. Das ist ähm, ja ungefähr das, was hier steht bei 30 Gigabyte. Also der Wert hier ist ein bisschen genauer. Wenn ich jetzt ein bisschen Informationen dazu haben möchte, zu diesem Modul, dann gebe ich ein hier minus minus help und da steht denn ähm, ja. Und das zeigt mir an, wie viel freier Speicher auf einem Gerät noch verfügbar ist. In diesem Fall unsere Root-Partition, wo das Betriebssystem drauf ist, wo die Daten drauf sind. Und wenn ich jetzt hier einmal ein anderes Verzeichnis reingehe, in das EFI, wenn ich das dürfte, ähm, hm, 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 hm. mit Root-Rechten geht das denn... Nope. So, und wenn ich dasselbe jetzt hier einmal wiederhole, dann bekomme ich hier, weil ich mich in einem anderen Verzeichnis befinde, was auf einer anderen Partition drauf ist, nämlich hier dev sda 2 im Gegensatz zu 3, wo mein Betriebssystem drauf ist, und da sind jetzt noch hier 505 MB frei. Ja, genau, und so kann ich immer gucken, wie viel Platz auf dem Laufwerk, das mein aktuelles Verzeichnis speichert, noch frei ist. Ja, also das wäre jetzt ein relativ einfaches Deutsche Tools-Modul und äh, da gibt es noch sehr viele weitere. Wenn wir uns jetzt mal was, ähm, ja, was haben wir denn noch? Wir haben ja so viel und ich habe nicht unbedingt hier einen Plan gemacht, was ich heute zeigen möchte. Ähm, hm, 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 hm. Als nächstes picke ich mir mal dtinfo get mac by network device raus. Das hier ähm, sagt mir, wenn ich das so aufrufe, es fehlen hier Parameter. Also ich brauche hier ein Parameter, den ich noch übergeben muss und es wurden null Parameter übergeben. Ähm, ja, und das ist viel zu wenig. Und das Ganze ist dafür da, um die MAC-Adresse von einem Netzwerkgerät zu ermitteln. Und äh, ja, gucke ich erstmal, was ich hier drin habe in meinem System. Ich habe hier enp0s3. Das ist der Gerätename meiner Netzwerkkarte. Und wenn ich als Parameter hierfür das angebe, dann bekomme ich hier die MAC-Adresse für das gerät hier raus und das steht hier auch genauso drin. Das ist dann genau das. Ja, dann haben wir noch mehr aus dem Infobereich. Der Infobereich ist eigentlich ganz praktisch. Da kriegt man Informationen raus. Ähm ja, ohne dass man jetzt was großartig kaputt machen könnte. Es gibt auch Dinge, die wirklich was kaputt machen. So, was hier geht add home directories. So, da haben wir jetzt so eine Liste mit Heimatverzeichnissen, die irgendein Benutzer im System äh, ja verwendet. Sieht erstmal ein bisschen komisch aus, dass es hier auch Benutzer gibt, die sowas wie usr/bin haben. Aber unter so einem Linux, Mint in diesem Fall, was ich da habe, ähm, ist das durchaus normal. Dass da diese Verzeichnisse auch angegeben werden. Also sowas wie Home Test und Home Test 2. Das sind meine quasi Arbeitsbenutzer, mit denen ich mich auch anmelde. Und äh, dann gibt es noch eine Menge weitere Heimatverzeichnisse, die von irgendwelchen speziellen Benutzern, Systembenutzern, als äh, ja, Heimatverzeichnis verwendet werden. Nachdem ihr jetzt so grob wisst, wie das Ganze funktioniert mit Parametern, Hilfesuchen und so weiter, schnappe ich mir mal aus jeder Kategorie so ein bisschen was, irgendwie so ohne großartigen Plan dazu haben, was ich machen möchte. Wenn ich jetzt mal von oben alphabetisch anfange, DT Bug, das ist die erste Kategorie, und dann mit Tabulator mal gucke, was es dort gibt. Da haben wir hier diese Unterkategorien einmal für Borg Backup und für Klonzilla. Ja, zum Beispiel. Und ähm, ich nehme einfach jetzt mal zum Demonstrieren, ich werde das nicht nicht wirklich durchführen, aber damit ihr noch was weiteres dabei lernt, eine weitere Eigenschaft der Dodger Tools. Wenn ich das jetzt hier Bo Tabulator und Backup. So mache. Dann sagt er mir jetzt, das Programm Borg fehlt. Das ist auch ganz normal so, denn üblicherweise installiert ihr mit den Dodger Tools nicht die Abhängigkeiten mit die ihr braucht, ihr könnt das auch machen, habt ihr ja beim Installationsteil gut aufgepasst, dass das so geht. Aber üblicherweise wird das nicht mit installiert, denn die meisten Sachen davon werdet ihr wahrscheinlich niemals benötigen. Denn warum braucht ihr jetzt hier Borg, wenn ihr ähm, eine andere Backup-Lösung habt? Warum sollen diese Programme auf eurer Platte rumgammeln oder dass sie sich noch irgendwie halb einrichten und ihr benutzt es nicht? Also, Ballast wird nicht mit installiert, aber wenn ihr jetzt das erste Mal ein Modul aufruft, wie das hier, was eine Abhängigkeit benötigt, die nicht installiert ist, dann gibt es eine Fehlermeldung. Ich mache das jetzt mal so: Ich werde das jetzt mal nachinstallieren, damit wir einmal den Unterschied sehen. Dazu hole ich mir eine neue Shell, macht das auch größer und mit sudo-i, super geheimes Passwort, ähm, apt install Borg Bug, ich glaube so heißt das Paket. Ähm, da würde ich mir jetzt diese ganzen Pakete nachinstallieren und in diesem Fall werden bloß ungefähr 7 Megabyte äh, zusätzlicher Ballast installiert. Und bei diesen ganzen anderen Modulen, die irgendwelche Abhängigkeiten nachinstallieren, kommen eine ganze Menge zusammen. Also geschieht das nicht automatisch. Aber in diesem Fall möchte ich das einmal machen. Also ich habe jetzt gleich einen Borg-Backup hier drauf, der nicht eingerichtet ist, um euch das einmal zu zeigen, wie dieser Unterschied ist. So, jetzt wieder zurück zu dem hier. Mal aufrufen. Und als nächstes sagt es mir jetzt: Ja, ich habe hier null Parameter übergeben, aber wir brauchen drei. Ja, das ist ja irgendwie blöd. Wenn ich jetzt wirklich ein Backup machen wollte, dann muss ich mir den Backup-Server einrichten, richtig konfigurieren und so weiter und so fort. Und dann kann ich, wenn ich das alles gemacht habe, ein Backup durchführen mit Borg-Backup, wo ich hier das Konfigurationsverzeichnis angebe wo steht welche verschlüsselung benutzt wird wie diese verschlüsselungsschlüssel sind wo der backup server ist und so weiter und so fort dann sage ich hier archivname wie das heißen soll also ich kann mehrere verschiedene archivzweige bei borg backup machen die im selben repo gespeichert werden und im letzten Punkt hier gebe ich jetzt Dateien und Verzeichnisse an, die ich sichern möchte. Und diesen letzten Punkt kann ich beliebig oft dran packen, wenn ich jetzt hier Verzeichnis 1 sichern möchte, Verzeichnis 2, Verzeichnis 3 und da drin die Verzeichnisse A, B und C sichern möchte, aber nicht D, kann ich mir da so eine Liste machen, wo ich genau vorgebe, was in ein Backup reingehört. Ja, und dann kann ich das Ganze. In ein Skript schreiben und dann zu beliebigen Zeiten aufrufen, wenn ich ein Backup machen möchte. Dann haben wir noch ziemlich spezielle Dinge, die irgendwie grob in die Kategorie Backup fallen und die die Unterkategorie Klonzilla haben. Das ist ein Programm, was ihr wahrscheinlich eher von der Live-CD kennt. Also damit startet ihr euren Rechner und dann könnt ihr von dem System, was da drauf installiert ist, auf der Platte SSD, ein Backup ziehen, also einen Klon machen, den auf eine externe Festplatte speichern. Und wenn irgendwas kaputt sein sollte, dann könnt ihr das wiederherstellen und dann habt ihr eine bitgenaue ähm, ja, Kopie wiederhergestellt. Dafür ist das Ganze da und mit Klonzilla könnt ihr sowohl komplette Festplatten, also Disks, speichern und wiederherstellen oder hier auch. Parts, also Partitionen sichern und wiederherstellen. Das Ganze wird in einem komprimierten Format abgelegt und da kommen noch weitere Zusatzinformationen da rein. Und beim Wiederherstellen wird es auch noch ein bisschen angepasst. So, wenn ihr jetzt von einem System einen Klon anlegt und auf einem anderen wiederherstellen möchtet, dann wird beim Wiederherstellen auch das System ein bisschen angepasst, so dass die Laufwerksbezeichnungen zum System passen, dass MAC-Adressen eventuell angepasst werden und vieles. Also in ClonZilla ist eine Menge Magie drin, sodass das sehr super funktioniert. Oder wenn ihr jetzt von einem System eine Kopie anlegt, wo SATA-Platten drin sind und auf einem anderen System wiederherstellt, wo NVMEs drin sind, dann wird Klonzilla das auch beim Wiederherstellen anpassen, sodass ihr hinterher wieder ein bootfähiges System habt. Also von daher ist es keine 1 zu 1 Wiederherstellung, weil es ja, eben noch ein bisschen angepasst wird, damit das für euch besser funktioniert. Also das hier wären so ähm, umfangreichere Systeme, die ich mit meinen Dodger Tools einbinde und womit ihr relativ komplizierte Aufgaben automatisieren könnt. Also der Parametersatz, um sowas hier zu machen, ist relativ groß. Damit das Ganze funktioniert, wenn wir uns jetzt mal hier angucken, äh, Save Disk, einfach mal als Beispiel. Ich schmeiße das hier einmal rein mit Einfügen. Mit der mittleren Maustaste kann ich Dinge einfügen, wenn ich sie vorher markiert habe. Und das jetzt einmal starte. Da steht jetzt, ich muss das mit Recht machen. Okay, gut. Dann gehe ich einmal darüber und wenn ich mir das Ganze jetzt einmal mit Routrechten angucke, hier mittlere Maustaste fügt Dinge ein, die ich zuvor markiert habe und äh, einmal Enter drücke, dann bekomme ich hier wiederum so eine Fehlermeldung. Wir brauchen jetzt noch zwei Parameter, damit wir das überhaupt machen können. Und da muss ich einmal ein Verzeichnis angeben, was neu erstellt wird, wo diese Backup-Informationen abgelegt werden. Also einmal der wirkliche Dateninhalt von dem Laufwerk, was ich sichern möchte, in komprimierter Fassung, ein paar Zusatzinformationen noch dabei. Und dann ein Gerät, von dem aus ich dieses Backup erstellen möchte. Also Kartenleser oder ein USB-Stick, externe Festplatte oder auch was Internes, was ich aktuell nicht gemountet habe. Dann läuft das los und legt diese ganzen Informationen in dem neuen Verzeichnis ab. Und mit dem Gegenstück, mit Restore Disk, kann ich das Ganze wiederherstellen. Wiederum auf einem Gerät. Kann ein anderes Gerät sein oder auch dasselbe Gerät. Und äh, da brauche ich das. Dieses und dieses Dodger Tools Modul. Wir verringern für euch äh, diese ganze komplizierte Einrichtung und Konfiguration von Klonzilla, indem ihr wirklich bloß zwei Parameter angeben müsst. Ihr könnt das Ganze natürlich auch per Hand machen, indem ihr einen relativ langen Parametersatz für dieses Klonzilla-Klonprogramm äh, angebt. Aber die Dodger tools sind dafür da, dass ihr euch Dinge einfacher machen. Die ihr normalerweise auch irgendwie anders machen könnt, aber da ist schon mal sehr viel für euch äh, vorausgewählt, sodass das deutlich einfacher geht. Ja, also ihr seid nicht so flexibel, wie ihr das sonst wärt. Ich habe da einfach mal ein paar Dinge eingestellt, die ich für sinnvoll erachte. Als nächste Kategorie in der alphabetischen Reihenfolge gibt es DTDB. Das sind Dinge, die für Datenbanken da sind. In meinem Fall ist das im Moment MariaDB und MySQL da grundlegende Sachen, die ich wirklich brauche. Also einmal sowas wie hier exportiere mir die Datenbank oder alle Datenbanken vom System in So eine SQL-Datei, damit ich die im 22 wiederherstellen kann. Also, das ist so was äh, Einfaches. Und da brauche ich wiederum ein Programm hier, was nicht installiert ist, da ich auch auf meiner virtuellen Maschine weder einen MariaDB-Server habe noch die kleinen Programme dafür. Mit dem hier und dem hier wird aus dem aktuellen System ausgelesen welche zusätzlichen Parameter ich noch brauche, damit ich das Kommandozeilenprogramm von Maria.db MySQL verwenden kann. Da brauche ich einmal ein Passwort für und einen Benutzernamen. Bei Debian-Systemen ist es so, da gibt es so ein ähm, Maintainer-Benutzernamen, Zufallspasswort, so dass man mit root auf die Datenbank zugreifen kann und damit alles machen kann zum Administrieren. Je nachdem, welche Version ihr von Debian installiert habt oder auch bei Ubuntu, braucht man dafür ein Passwort. Oder wenn man Root-Benutzer ist, sich als Root-Benutzer angemeldet hat am System, dann kann man auch sagen MySQL-U-Root und dann braucht man kein Passwort angeben und kann damit alles machen. Und dann haben wir hier noch was. Auch sehr praktisch ist, das startet für euch eine Root-Konsole für MySQL oder Maria.db, damit ihr Administration machen könnt mit der Datenbank. Auf der Kommandozeile zum Beispiel irgendwie Passworte zurücksetzen oder sowas zu tun. Also ja, so ein bisschen als letzten ähm, Notnagel noch, wenn alles an nicht mehr geht, könnt ihr sowas machen. Schauen wir uns als nächstes die Kategorie Depp an. Also. De b, 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 hier. Ähm, für alles, was irgendwie mit Debian-Paket Dateien zu tun hat oder mit Debian-Paketen nochmal wiederum Tabulator und da habe ich denn diese Möglichkeiten hier. Also da sind Dinge bei, um Debian-Pakete zu erstellen. Also damit mache ich so ein Template. Das legt mir eine Verzeichnis- und Dateistruktur an um äh, dort äh, ja vielleicht kompilierte Programme, Skripte abzulegen und das Ganze hinterher mit dem hier zu einem Paket zu verpacken. Und dann habe ich hinterher ein Debian-Paket, was ich woanders installieren kann. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Guckt euch das gerne mal an, wie das funktioniert. Ein bisschen einfacher ist denn das hier, da müssen wir quasi nicht wirklich was tun. Einmal hier das da. Das listet die installierten Pakete auf, die in meinem System hier vorhanden sind. Und ähm, das ist die Variante ohne weitere Parameter. Aber wenn ich jetzt hier sowas möchte wie lip also ich möchte alle Pakete auflisten, die lib enthalten und äh, sonst nicht. Nur hier ein bisschen klarer. Dann habe ich hier alles lib, lip, lib, 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 lib Genau, und damit kann ich das ein bisschen eingrenzen, wenn mich bloß interessiert, ähm, dass ich vielleicht Pakete mit Bibliotheken haben möchte. Oder, ähm, was gibt es denn noch? Ich nehme mal Cups, also Druckerserver. Da habe ich denn diese Pakete, die Cups noch mit enthalten. So kann ich mir eine Liste generieren, die ich vielleicht im Skript verwenden möchte, um wieder diese Pakete, Liste in einem anderen System zu installieren. Zum Beispiel. Dann gibt es auch noch so ein paar Module für Dokumentenbearbeitung. Da haben wir einmal hier, äh, um eine Markdown-Datei in ein PDF zu konvertieren und gleichzeitig noch ein HTML daraus zu machen. Und äh, wie man EPUB nach PDF konvertiert, wie man ein PDF entschlüsselt. Oder hier noch mal eine andere Variante von Markdown zu PDF ohne HTML oder PDF-Dateien zu CBZ konvertieren. Also CBZ ist so ein komprimiertes Format, also Comic Book-Format heißt das. Und da sind in einer ZIP-Datei einzelne JPEGs drin. Also jede Seite aus dem PDF wird zu einem JPEG äh, gerendert und dann in der ZIP-Datei verpackt. Benutze ich ganz gerne für ein altes Tablet, was ich habe, um äh, da Dokumente drauf zu packen. Und wenn ich das in dem CBZ-Format habe, geht das deutlich schneller anzuzeigen, als wenn dieser alte Prozessor der da drin ist, ein PDF darstellen muss. Also da ist viel mehr Rechenaufwand drin, um PDF in eine lesbare Form zu bringen, für euch lesbare Form, als von einem JPEG das anzuzeigen. Genau. Oder hier alle PNGs in ein PDF umwandeln. Ja, also relativ einfache Konvertierungs- und Erstellungsaufgaben mal als Module verpackt. Weiter geht es mit DT Edit mit der Kategorie Edit, also editieren von Dateien. Da haben wir solche Sachen wie einkommentieren, also das äh, Kommentierungssymbol ist häufig äh, eine Raute in äh, ja, Text- und Konfigurationsdateien wegzunehmen und das Gegenstück ist auskommentieren. Damit werden Zeilen auskommentiert, also eine Raute vorangestellt oder was anderes. Wenn ich das jetzt mal mache: test.txt und 1, 2, 3, 4 A B C D und jetzt packe ich hier nochmal ein A dazu bei der 2, so dass ich zwei Zeilen habe, in der ein A vorkommt. Einmal speichern. Und wenn ich jetzt hier das nehme, also auskommentieren, und den Dateinamen, und ich möchte nach A suchen, so, dann sehen wir da nichts. Aber wenn ich jetzt hier wiederum reingucke in die Datei, sehe ich jetzt, dass hier nur diese Zeile auskommentiert wird, denn hier steht ja drin, dass das am Anfang stehen muss. Also dieser Suchbegriff muss schon am Anfang der Zeile stehen und dort ja, zählt das nicht. Wenn ich jetzt das Gegenteil davon mache, Comment In, dann haben wir jetzt wiederum das Gegenstück dazu, da ist die Raute jetzt wiederum weg. Und wenn ich das jetzt noch mal wieder anders haben möchte, ich möchte jetzt stattdessen einmal ähm, hm, 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 so, so ein bisschen so wie bei C und C++, dann sieht das so aus, dann wird das so auskommentiert. Ja, genau. Also so könnt ihr einzelne Konfigurationsoptionen vielleicht aus einer Datei auskommentieren und dann vielleicht am Ende der Datei andere wieder anhängen. Irgendwie sowas. Also sowas benutze ich denn hin und wieder mal für Konfigurationsaufgaben. Dann gibt es noch sowas wie füge ein, wenn die Zeile fehlt, ja. Dann Config-Dateien äh, minimalisieren, da werden denn auskommentierte Zeilen weggeworfen oder leere Zeilen von einer Datei entfernen. Oder äh, was einfügen, nachdem ein Suchtreffer war. Also keine Ahnung, wenn jetzt hier die Zeile 4 heißt, ich suche nach der 4 und nach der 4 möchte ich was einfügen, dann könnte ich das hier rüber machen. In der Kategorie GFX für Grafik gibt es auch noch so ein paar Sachen, die ähm, ja auch wieder ein größeres Spektrum abdecken. Alles, was irgendwie mit Grafik zu tun hat, also sowas wie Double Resolution, wenn ich da mal hier so Hilfe eingebe, dann versucht es die Auflösung ähm, zu verdoppeln. Also virtuell wird in einer doppelt so hohen Auflösung, also in X und in Y-Auflösung verdoppelt. Also insofern, ihr habt hinterher viel mehr so viele Pixel. Und je nachdem, ob eure Grafikkarte das mitmacht, ähm, werden die gerendert und ihr seht sie nicht. Aber das ist ganz praktisch, weil man jetzt Screenshots machen möchte in einer höheren Auflösung, als was euer Monitor das kann. Also, das hier kann funktionieren für Screenshots von irgendwelchen Spielen, vielleicht, um da nochmal Details rauszuholen für einen Druck irgendwie, sowas zum Beispiel. Dann haben wir hier Bildschirmschoner deaktivieren, indem Mausbewegungen simuliert werden. Also der Mauszeiger wird ein bisschen nach da, ein bisschen nach da, ein bisschen nach da bewegt, ohne dass ihr selbst was machen müsst. Sowas gibt es auch in Hardware, das heißt ja wie Maus-Jiggler oder sowas. Und das ist in, ähm, ja, in, in Software. Dann haben wir ja was, um SVGs zu minimieren. Da werden Informationen rausgeschmissen, die man nicht zum Darstellen vom SVG braucht. Das kann durchaus beachtlich sein, also vielleicht die Hälfte der Größe, je nachdem. Mit dem Modul hier könnt ihr jedenfalls, soweit theoretisch, wenn die Hardware mitspielt, den Inhalt von eurem Monitor, den ihr habt, auf ein externes Gerät spiegeln, also auf dem Beamer darstellen. Aber die Auflösung müssen natürlich mitspielen, dass die sich auf was Gemeinsames einigen, was beide darstellen können. Dann haben wir hier noch verschiedene Module, die. Ja, Dateien umwandeln von PNG zu JPEG oder von PNG zu einem verlustlosen WebP. Das geht auch und das WebP ist noch mal ein bisschen kleiner als PNG. Oder wenn ihr jetzt Vorschaubilder von äh, allen Bildern haben wollt, könnt ihr es hier mitmachen oder von äh, JPEG-Dateien die Metadaten entfernen, also sowas wie Aufnahmezeitort oder ähm, GPS-Positionen oder so irgendwas könnt ihr das hierüber machen. Dann haben wir auch noch die THLP für Hilfsdinge, die irgendwie klein sind und wo ich jetzt nicht wirklich wusste, wo ich die unterbringen soll. Da kann man zum Beispiel so eine Log-Datei mit dem Timeout erstellen für komplizierte ja, Skripte durchaus eine praktische Variante oder aus einem Verzeichnis hier so lange Dateien löschen, bis genug Speicher da ist. Also das benutze ich, um alte Backups von einer Platte zu löschen. Da sage ich dann, ich möchte gerne 50 GB Plattenplatz haben und dann fängt das hier an und löscht ähm, alte Backup-Stände und äh, fängt beim ältesten an und äh, ja, geht zu den neueren denn weiter nach vorne und löscht dann so lange, bis mein gewünschter Speicherplatz wieder frei ist. Dann, äh, ja, was unkritisch ist, hier einfach mal so einen String raushauen für, äh, ja, jetzt wisst ihr genau, wann ich das aufgenommen habe. Am 4.11. um 20.37 Uhr einfach mal Uhrzeit und Datum in einem ja, String in einem kurzen Text zusammengefasst. Und hiermit können wir Dateien auflisten, die neuer sind als ein gegebener Zeitpunkt. Das hier ist quasi das Gegenstück zu dem hier, also das sperrt, was solange so ein Timeout aktiv ist. Dann haben wir hier ähm, eine Möglichkeit, um... 150 Dateien zu nehmen und äh, die jeweils in ein einzelnes Verzeichnis reinzupacken. Wenn ich jetzt ganz viele Einzeldateien habe, also keine Ahnung, ja 3000 Stück, das hier drüber laufen lasse, dann habe ich hinterher 20 Verzeichnisse, wo jeweils 150 Stücke drin sind. Oder wenn ich jetzt Dateien und Verzeichnisse habe, die im Datei- oder Verzeichnisnamen UTF-8 kodiert sind, und die zum ISO-Standard umkonvertieren möchte, kann ich das hier drüber machen. Bei einigen Systemen braucht man es vielleicht noch, aber wahrscheinlich ist die Relevanz nicht mehr so groß. Die Kategorie Info hatten wir ja schon ganz am Anfang, darum überspringe ich die jetzt mal. DT-Monitor. Da gibt es jetzt nicht so wirklich viel exakt, nämlich das hier, das überprüft, ob eine HTTP oder HTTPS-Verbindung funktioniert. Damit könnt ihr relativ einfache... Ähm, Monitoring-Aufgaben durchführen im Zusammenhang mit äh, dem einfachen Monitoring, was ich mal entwickelt hatte, als ich ähm, ja, mit Nagios eine Zeit lang äh, mehr oder weniger gelegt habe, was mir eigentlich zu kompliziert war, und habe ich mir ein relativ einfaches Monitoring-Tool geschrieben und das hier überprüft, ob eine URL äh, verfügbar ist. Ist, aber das hier ruft ja nicht direkt auf. Das ist im Zusammenhang mit dem Monitoring von den Dodger Tools. Habe ich dazu schon mal ein Video gemacht? Ich glaube, dazu habe ich noch nichts gemacht. Also, das müsste ich auch noch mal ein Video zu machen, damit ihr wisst, wie was funktioniert. Ganz, ganz einfaches Monitoring. Kommen wir zur Netzwerkkategorie. Also, nett. Mal schauen, was da alles so drin ist. Tabulator. Ja, da haben wir gar nicht so viel. Das beschränkt sich äh, darauf, IPv6 äh, zu deaktivieren und äh, das braucht man in einigen Umgebungen wirklich mal, ähm, weil da irgendwas nicht funktioniert. Das ist wahrscheinlich falsch konfiguriert in der Umgebung, aber dadurch habe ich schon mal Situationen retten können. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, eine statische IP zu setzen beim N Network Manager in der Interfaces. Und äh, über äh, Conman, über einen anderen ja, Netzwerkverbindungsmanager. Und ähm, wie bei den Dodger Tools üblich, das nimmt euch die Arbeit ab, dass ihr euch damit nicht rumplagen müsst, wie das in den Konfigurationsdateien einzutragen ist. Ja, also die Dodger Tools machen das Leben doch sehr einfach an einigen Stellen. Dann als nächstes die Kategorie SF, das steht für SourceForge. Falls ihr noch mit SourceForge arbeiten solltet, wie ich das auch bei M23 mache, da gibt es jeweils das aktuelle Serverinstallations-ISO und ähm, viele andere Dateien und die Webseite wird da gehostet. Dann braucht ihr eventuell auch den Shell-Zugriff und... Ähm, ja, dieser Service dahinter ist zwar SSH, aber äh, früher ging es auch besser. Und von da habe ich dann so einen Rapper drumrum geschrieben, der immer wieder versucht, eine Verbindung aufzubauen. Denn das klappt nicht beim ersten Versuch, vielleicht auch nicht beim zweiten und beim dritten vielleicht auch noch nicht. Aber beim vierten, fünften oder so funktioniert das denn doch. So dass ihr dort eine Shell öffnen könnt, oder wenn ihr über Async Dateien dorthin kopieren möchtet, gibt es dafür auch was. Eine etwas umfangreichere Kategorie ist dann wiederum Sys. Da sind systemnahe Dinge mit bei. Also sowas, was man auch braucht, um ein neues Dodger Tools Skript Modul zu erstellen. Das geht denn hier rüber. Oder wenn man jetzt einen passwortlosen SSH-Schlüssel bzw. Schlüsselpaar erstellen möchte, geht das darüber. Hiermit kann ich ein temporäres Laufwerk anlegen. Und wenn ich einen neuen Benutzer anlegen möchte mit einem Zufallspasswort, mache ich das hier drüber. Und wenn ich bei einem schon existierenden Benutzer ein Zufallspasswort setzen möchte, das kann ich zum Beispiel machen, wenn ich da einen SSH-Schlüssel eingetragen habe, sodass ich mich über SSH ohne Passwort drauf verbinden kann und dieses Passwort, was voreingestellt ist, um mich damit lokal anzumelden, zum Beispiel überschreiben möchte, mit einem zufälligen, nicht zu erratenden Passwort kann ich das hier mitmachen. Hiermit kann ich einen SSH-Schlüssel, einen öffentlichen Schlüssel aus der Authorized Keys-Datei löschen und ähm, dann kann ich mich ähm, dagegen nicht mehr verbinden. Also ich kann ja dieses passwortlose SSH-Login machen, indem ich auf der Gegenseite einen Schlüssel eintrage. Und ich trage den in dieser Datei ein und damit kann ich den wiederum entfernen. Dann, ähm, wenn ich ein Daemon, einen Service deaktivieren möchte, kann ich das hier mitmachen. Dann kann ich mir hiermit äh, die Host ähm, Key Hashes auflisten lassen. Also wenn ich das mal hier mache, dann habe ich hier ein, einmal diese direkt an den rechnergebundenen SSH-Host-Schlüssel. Also das sind nochmal andere als, als die, die ich für jeden Benutzer quasi habe. Und da kann ich dann gucken, wie, wie sehen diese aus. Und dieses hier oder das da, je nachdem, welchen Algorithmus ihr verwendet, ähm, bekommt ihr angezeigt, wenn ihr euch das erste Mal mit dem System verbindet. Dann sagt der SSH-Client, übrigens, dieses System auf der Gegenseite, das kenne ich gar nicht. Der SSH-Hash äh, äh, ist folgender. Und da könntet ihr jetzt auf dem einen System das hier auslesen und dann über einen sicheren Kanal an denjenigen weitergeben, der sich das erste Mal damit verbindet. Also kann man überprüfen, dass er sich auch wirklich mit dem richtigen Zielsystem verbunden hat und nicht, dass da irgendjemand dazwischen ist, der böse Dinge tut. Dann haben wir hier so ein Modul, mit dem man an den... Admin oder an die Admins eine Mail schicken kann. Das ist dieser Mechanismus, der vorkonfiguriert ist, der auch benutzt wird im Monitoring oder an anderen Stellen innerhalb von den Dodger-Tools. Das Modul hier sorgt dafür, dass der Rechner runtergefahren wird, wenn ein Prozess nicht mehr läuft. Also, wenn ihr irgendwie einen lang laufenden Prozess habt, ihr macht ein Backup oder komprimiert Dateien, was wirklich sehr lange läuft. Dann kann dieses Modul überprüfen, ob es noch läuft. Und wenn das nicht mehr läuft, wird das System runtergefahren. Dann haben wir noch eine Schroot-Variante, wo Proxys und Dev auch mit eingebunden werden. Mit Schroot könnt ihr in ein anderes System wechseln. Also wenn ihr jetzt ähm, diese Verzeichnisstruktur, die ihr in eurem Linux-System habt, mit usr, usr bin äh, Dev, äh, Proc War äh, und so weiter diese, diese Struktur habt und die jetzt quasi nochmal nehmen würdet, in ein neues Verzeichnis packen würdet, so als Unterverzeichnisse, dann könnt ihr mit Schroot da rein wechseln. Da könnt ihr unter einem Debian ein Verzeichnis haben, wo diese Struktur drin ist für ein einmal Linux. Und mit einem Schroot könnt ihr im laufenden Betrieb da rein wechseln. Und dann könnt ihr mit so ein paar Abstrichen so verwenden, als ob ihr jetzt wirklich ein einmal Linux gestartet hättet. Also das geht in dieselbe Richtung, wie auch äh, Docker geht und äh, diese anderen Container-Varianten. Die sind so ähnlich, allerdings komplizierter, aber von der Richtung ist es dasselbe. Und über dieses Modul hier werden dieses Proc-Dateisystem, das Sys-Dateisystem und das Dev-Dateisystem an den richtigen Stellen noch in dem Zielsystem wieder eingehängt, sodass ihr sofort damit loslegen könnt und sich Prozesse da drin wohlfühlen, so ungefähr. Also damit das funktioniert, denn unter Proc und Sys, da sind Dateien drin, die Zustandsinformationen vom System enthalten und die man braucht, damit so ein Linux-System auch wirklich funktioniert und die Programme da drin das tun können, was sie sollen. Okay, ein bisschen komplizierter, als ich das hier jetzt in Kürze so anreißen kann. Ähm, ja, für diejenigen von euch, die sich damit auskennen, die werden sich vielleicht darüber freuen, dass es sowas gibt, was euch das Leben wieder ein bisschen einfacher macht. Dann auch eher für den komplizierteren äh, Teil. Damit kann man die Inet-RDs aktualisieren. Zu jedem Kernel, den ihr installiert, gibt es so ein initrd. Da ist in komprimierter Form ein minimales Linux-Dateisystem drin, was als erstes geladen wird, wenn der Rechner hochfährt. Und äh, das wird in Arbeitsspeicher entpackt. Dann laufen da so Startprozesse hoch und erst dann wird äh, die eigentliche Partition gemountet, wo euer Betriebssystem drauf ist. Und Manchmal kann es durchaus sinnvoll sein, dass man diese komprimierten Minimalsysteme aktualisiert. In dem Falle, dass ähm, sich irgendwas geändert hat äh, und da muss man das mal anstoßen. Kommt sehr, sehr selten vor, aber hin und wieder denn doch. Und wenn ihr verschiedene Kernel parallel installiert habt, dann gibt es ja auch mehrere von diesen init -IDs. Und dann müsste man wieder per Hand jedes Einzelne neu bauen und das hier nimmt euch das wiederum ab. Noch eine weitere Kategorie, die sehr viel Verschiedenes auch äh, umfasst, also technologisch Verschiedenes. Einmal LXC, was ja Container-Virtualisierung ist und äh, VirtualBox. Ja, und das fasse ich zusammen unter vor allem virtuelle Maschinen, wobei Container ja nicht wirklich so eine virtuelle Maschine ist. Aber ähm, genau, also LXC ist Container-Virtualisierung, sodass man auf dem aktuell laufenden System verschiedene andere Distributionen mit Software laufen lassen kann, wobei sich alle denselben Kernel teilen. Also, das muss schon zusammenpassen. Und da gibt es hier verschiedene Skripte, die ich gemacht habe, die ich auch schon mal vorgestellt habe in einem Video, wo ich auf einem Raspberry Pi LXC Container-Virtualisierung mache. Und mit diesen Modulen kann ich verschiedene Dinge machen, also die Konfiguration auslesen in verschiedenen Positionen. Dann kann ich eine statische IP-Adresse... Setzen und erstmal hier einen unprivilegierten Benutzer anlegen, damit das alles funktioniert, was auch nicht so unbedingt aus der Tüte fällt. Wenn ihr so einen Container mit einem normalen Benutzer und nie mit Root-Rechten ausführt, können die Prozesse, die da drin laufen, weniger Schaden anrichten, wenn sie aus dem Container ausbrechen sollten, was auch irgendwie möglich ist und damit kann ich einen Container unprivilegiert starten und das hier habe ich glaube ich übersprungen also damit kann man einen neuen Container erstellen für die aktuelle Architektur die andere Seite sieht dann so aus ein bisschen was zu VirtualBox damit ihr damit äh, Dinge tun könnt die die Open Source Version nicht äh, so kann müsst ihr allerdings aufpassen mit den ähm, Lizenzbestimmungen ob ihr das so machen dürft und hier kann ich noch ähm, dafür sorgen dass ich VirtualBox ohne ein Fenster starte, dem aber eine äh, feste Auflösung gebe. Wenn ich da drin jetzt einen Desktop starte, dann möchte ich vielleicht eine Auflösung haben, 1024x768 oder sowas. Und dann kann ich mich mit irgendwas anderem darauf verbinden und mir diesen Desktop angucken. Dann zur letzten Modulkategorie, das ist denn X2Go und da gibt es genau äh, nur dieses eine hier. Und ähm, ja, das ist auch sowas, das brauchte ich auch irgendwann mal, dass der X2Go-Client äh, nicht bei jedem Mal eine Verbindung aufbauen konnte. Warum auch immer. Wahrscheinlich waren die Versionen von X2Go-Server und X2Go-Client irgendwie auseinander, nicht ganz kompatibel, also halb irgendwie. Und nach mehreren Starten von dem X2Go-Client habe ich auch eine Verbindung gekriegt, konnte damit weiterarbeiten. Aber es war irgendwie nervig, das denn ein paar Mal auszuprobieren und ähm, ja, dann irgendwann eine Verbindung hinzukriegen. Das nimmt euch das wiederum ab. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war äh, nicht zu viel Informationen für euch und ihr habt vielleicht ein bisschen was mitgenommen, was ihr auch wirklich bei euch zu Hause brauchen könnt oder auf der Arbeit oder sonst wo. Macht es gerne nach oder lasst es auch bleiben, je nachdem. Ansonsten, je nachdem, wann ihr das Ganze jetzt hier seht, vielleicht noch viel Spaß bei den Tux-Tagen oder guckt natürlich gerne einmal vorbei bei dem Tux-Tage-YouTube-Kanal. Da gibt es die Videos auch nochmal als Mitschnitt, beziehungsweise die Vorträge, die dort gelaufen sind, gibt es als Mitschnitt. Von daher verpasst ihr nichts, wenn ihr später guckt oder wenn ihr es live guckt, ist es natürlich irgendwie immer schöner und da könnt ihr dann auch Fragen stellen an die jeweiligen Referenten. Ja, ähm, Tux-Tage 23, sehr gut. Also viel Spaß bei den Tux-Tagen oder ja, guckt da im Kanal mal nach. Ansonsten gerne bei mir auch abonnieren. Ich habe ja einen eigenen Kanal bei YouTube und bei Peertube für diejenigen von euch, die kein YouTube mögen. Und äh, abonnieren, Glocke drücken und bis dann und äh, tschüss.